Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal ein kleines Apple Watch Unboxing. Und zwar haben wir hier die Apple Watch Series 6 vorliegen in der Product Red Edition, das heißt, es ist in Rot. Keine Angst, ich benutze die jetzt nicht selber, sondern wir haben die glücklicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, kostenlos. Ich persönlich benutze ja im Alltag immer noch die Xiaomi Mi Band 6, wozu auch ein Review auf dem Kanal online ist. Allerdings haben wir uns gedacht, weil das letzte Apple Watch Unboxing so gut angekommen ist bei euch von der Apple Watch SE, machen wir jetzt mal ein Apple Watch Series 6 Unboxing. Wie schon bereits erwähnt, haben wir die Apple Watch Series 6 in der Product Red Edition vorliegen. Das heißt, alles ist in Rot, also die Uhr, das Gehäuse von der Uhr ist in Rot, aber auch das mitgelieferte Armband ist in der Farbe Rot. Ja, Product Red steht einfach dafür, dass es halt ein gewisser Betrag vom Kauf halt an AIDS gegen AIDS gespendet wird. Oder ich glaube, momentan wird auch ein gewisser Teil gegen die Bekämpfung des Coronavirus gespendet. Ja, fangen wir direkt mal an der Verpackung. Also wie man hier sehen kann, das Apple-Logo ist auch schon rot, was ein kleines nettes Detail ist. Und auch die Watch-Aufschrift ist auch in der Farbe rot. Die liegt auch leicht tiefer. Das finde ich echt insgesamt echt hochwertig. Ich hoffe, das kann man, ich neige das mal ein bisschen, das kann man jetzt gut erkennen, glaube ich. Auf der Rückseite sehen wir noch, welche Uhr wir gekauft haben, also Series 6 in der Farbe Rot, welches Armband wir haben, also ein Sportarmband und die Uhrengröße, in diesem Fall 40 mm. Ich würde mal sagen, dann packen wir die Uhr direkt mal aus. Die Verpackung der Apple Watches hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Und zwar ist die Verpackung zum einen dünner geworden, aber auch hat die einen neuen Aufklappmechanismus, wie man hier hinten sieht. Ich habe hier mal zum Vergleich noch die Apple Watch Series 2 Verpackung, die ist deutlich dicker. Ja, wenn man mal hier sieht, dass die Apple Watch Series 2 Verpackung, ich zeige dir mal von oben, die ist natürlich deutlich dicker im Vergleich zur Apple Watch 2 Verpackung. Wenn man die auch so nebeneinander hält, ist die natürlich tiefer als die Apple Watch Series 2. Ja, ich würde sagen, dann packen wir die Apple Watch einmal aus. Und zwar aufmachen tut man die hinten über diesen Mechanismus. Dann kann man die einmal so wunderbar aufklappen. Wie man hier sieht, die Verpackung von innen ist natürlich auch rot. Das tun wir einmal beiseite. Und dann sehen wir schon mal, ich drehe es einmal kurz um. Sehen wir einmal Product Red. Natürlich alles in Rot. Bei der normalen Apple Watch ist sie alles farbiger. Also zum einen sind die verschiedenen Uhrenarmbänder, die abgebildet sind, farbig. Aber auch die Uhr selber. Hier ist alles in einem Rotstich. Ja, und hier, das soll nochmal einen schönen Einblick geben in die Vielfalt der Armbänder der Apple Watch. Und zwar sehen wir hier ein Stoffarmband. Hier sehen wir das Armband, was die Uhr gerade drauf hat. Ja, und hier unten sehen wir auch noch ein Stoffarmband. Ja, und ganz wichtig, hier sieht man auch nochmal Product Red, also die Spezialedition. Wenn man die Uhr dann halbwegs ausgepackt hat, dann finden sich hier zwei Verpackungen vor. Und zwar einmal die Uhr an sich, wo auch das Ladekabel drin ist. Und einmal findet man die Verpackung vom Armband. Das hat Apple einfach aus dem Grund gemacht, weil man das Armband nachkonfigurieren kann beim Kauf. Und dann ist es einfacher, wenn man die halt separat hat. Dann kann man, wenn eine Apple Watch gekauft wurde, kann man einfach die Product Red zum Beispiel in eine Verpackung tun mit dann dem Wunscharmband, was der Kunde halt haben möchte. Fangen wir direkt auch mal an mit dem Armband. Hier steht das natürlich auch, also in unserem Fall haben wir das Product Red Armband. Das heißt, es ist auch komplett rot. Ich mache das einmal auf. Und dann drehen wir es einmal um. So, hier ist nochmal ein Einblick in die ganzen Watchfaces, wie man die halt ändern kann. Das macht man halt darüber, indem man feste auf das Ziffernblatt klickt, auf das aktuelle, dann hat man eine Übersicht. Man kann halt, es gibt auch eine Vielfalt an Ziffernblättern, das heißt, für jedes Armband gibt es eigentlich ein passendes Ziffernblatt. Und hier oben ist nochmal abgebildet, wie denn unser Armband hier funktioniert, was wir gekauft haben. Und zwar gibt es ja einmal so ein Metallscharnier, da muss man einmal das Armband einhaken und dann muss man es noch durch ein Loch schieben.
Befestigen tut man das Armband über den Mechanismus, der seit der ersten Apple Watch gleich geblieben ist. Das heißt, man kann das Armband hier reinschieben und auf den Knopf drücken, dann löst sich das Armband wieder. Ich bin eigentlich sehr zufrieden gewesen mit dem Mechanismus in der Vergangenheit, weil er einfach sehr fest war und das Armband einfach zu wechseln war. Hier ist es auch nochmal abgebildet, wie man das untere Armband befestigt. Genau dasselbe Spiel. So, wenn wir die Verpackung jetzt öffnen, dann finden sich drei Armbänder vor. Warum jetzt drei? Und zwar ganz einfach, weil hier einfach zwei verschiedene Längen bei sind. Das kommt immer dran, das Scharnier. Aber hier kann man auswählen, ob man jetzt ein breites Handgelenk hat oder ein eher dünneres. Da lässt Apple einem die Auswahl. Hier steht auch nochmal die Größe M und S. Ich nehme das einmal heraus. Das kann man hier edel rausziehen. Also ich finde, das Gummi ist sehr gut verarbeitet, aber das war es auch schon bei der ersten Apple Watch. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert mit dem Armband. Hier seht ihr auch nochmal, ich halte das einmal in die Kamera, Product Red und die Armbandgröße ist da auch nochmal zu erkennen, 40 mm. Wenn wir das rausnehmen, sehen wir auch nochmal, ja, in der roten Farbe. Ist jetzt nicht dunkelrot. Ich würde eher sagen, ist eher so ein Weinrot. Ja. Dann packen wir die Armbänder mal weg. Dann kommen wir zum eigentlichen Star der Show, und zwar der Uhr selbst. Die Uhr selbst ist halt wieder in so einer dünnen Verpackung, ähnlich dick wie, ein bisschen dicker als die Verpackung vom Armband. Und darin befindet sich die Uhr. Sehr schön noch einmal hier draufgedruckt. Die ist ein bisschen, hebt sich ein bisschen ab von der Verpackung. Das heißt, man spürt richtig die Uhr. So, wir packen es einmal aus. Hier oben findet sich noch die Bedienungsanleitung drin. Das nehmen wir mal weg. Und dann sehen wir einmal nochmal eine detailliertere Bedienungsanleitung, also anderes Klopapier und die Uhr selbst. Und dann befindet sich auch noch hier drin das Aufladekabel. Es ist kein Netzteil dabei, sondern nur das magnetische Aufladekabel. So, hier ist die Uhr selbst. Ja, ein bisschen schwer rauszubekommen. So, die Uhr selbst. Also, ich würde mal sagen, der größte Unterschied liegt auf der Rückseite, weil hier ist jetzt ein viel größerer Sensor. Also bei der, bis zur Series 3 waren ja nur 4 Punkte drauf. Dann bei der Series 4 war nur ein Punkt drauf. Und jetzt haben wir wieder mehrere kleine Punkte. Das hat einfach damit zu tun, dass die Uhr jetzt auch den Blutsauerstoff messen kann. Sonst hat sich optisch nicht viel getan. Also Product Red Edition der Uhr gab es auch vorher schon. Was sich aber noch geändert hat, ist halt, dass hier an der Seite noch ein Mikrofon ist. Das heißt, ihr könnt jetzt besser telefonieren. Und hier an der Seite sind die Lautsprecher. Und hier ist noch ein schwarzer Punkt. Also ihr habt vorne schwarz, an der Seite schwarz und hinten schwarz. Und sonst habt ihr überall außenrum rot bei der Product Red Edition. So, dann würde ich mal sagen, ich richte die eben ein. Dann testen wir mal alle neuen Funktionen, weil die Uhr hat jetzt auch ein Always-On-Display. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Uhr ist jetzt einmal fertig eingerichtet. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir auch schon ein Ziffernblatt drauf. Und zwar so eins, das nennt sich Meridian. Man sieht ja auch das schöne große Display, was es seit der Series 4 gibt. Also auch schon wieder gute 2 Jahre. Ja, es sieht einfach deutlich moderner aus als bei der Series 3, wie ich finde. Wo es halt noch so ein eckiges Display war mit dicken Displayrändern. Eine der neuen Funktionen ist zum Beispiel auch, dass man ein EKG erstellen kann. So, und dafür muss man einfach den Finger auf die Digital Chron legen und dann wird ein EKG erstellt. Das dauert jetzt hier circa 30 Sekunden. Da wird dann auch hier oben links, könnt ihr sehen, meinen Puls, also der liegt gerade bei 80, 73 Schlägen pro Minute. Das dauert jetzt noch 15 Sekunden. Ein EKG, das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Krankenhaus, damit können zum Beispiel auch Herzinfarkte erkannt werden. Aber auch verschiedene andere Funktionen, um das Leben zu retten, hat die Apple Watch. Also zum Beispiel erkennt ihr auch, wenn man stürzt. So, wir haben jetzt hier einen Sinusrhythmus. Und
Hier steht es auch, dieses EKG weist keine Anzeichen von Vorhofflimmern auf. Hier ist nochmal eine Erläuterung, was das EKG alles kann. So, ich suche jetzt hier einmal den Blutsauerstoff, wo man den messen kann. So, hier kann man ihn messen. Dann muss ich einmal die Uhr hier drauflegen. Ich lege die einmal hier drauf. Dann klicke ich einmal Start. So, das dauert jetzt auch wieder ein paar Sekunden. Das macht die Uhr aber auch in regelmäßigen Abständen automatisch. Das heißt, ihr könnt dann auch über den Tag hinweg in so einem Diagramm nachschauen, wie euer Blutsauerstoff war. Ja, die Sättigung liegt jetzt bei mir bei 94%. Das ist ein recht guter Wert. Damit bin ich zufrieden. So, die Uhr hat aber auch einen neueren Prozess bekommen. Ich merke gerade schon, die Uhr läuft sehr flüssig. Also ich hatte keine Ruckler bisher. Alle Animationen laufen flüssig. Ich kann hier flüssig rumscrollen, auf das Ziffernblatt klicken, festdrücken und es konfigurieren. Es läuft alles flüssig. Also, ich werde jetzt die Uhr mal die nächsten Tage testen und meine Erfahrung damit sammeln. Und ja, mal sehen, ob sie meinen Xiaomi Mi Band 6 ersetzen kann oder die Uhr quasi doch wieder zurückgeht. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.